Im Trabrennen über 2500 Meter geht es um insgesamt 10.000 Franken. 14 Pferde kämpfen um diese Gewinnsumme. Gestartet wir hinter dem Auto, also in zwei ausgelosten Startreihen. In der Rolle des Favoriten der aus Belgien stammende Duc de Noir, der mit seinem überzeugenden Sieg in Dielsdorf gezeigt hat, dass er auch mit schwierigen Verhältnissen zurechtkommt. Hier die 7, ebenfalls ein sehr stark gebetteter, nämlich Tonkepi aus dem Stall Milasson. Er wird gefahren von Yvan Pitet. Und jetzt also Start. Das Auto hat die Flügel ausgebreitet. Wenn alle Pferde in zwei Reihen sich aufgereiht haben, dann werden die Flügel eingeklappt. Das Auto beschleunigt und vorne geht die Post ab. Und sofort übernimmt die Spitze Agi. Agi Duc de Noir. Dann Tonkepi, Gisito und Tony Boy. Innen ist es in Violett mit gelben Sternen Agi, ein 7-jähriger Hengst. Sehr beständig, fast immer in Gelb. Er war am Mittwoch noch in Frankreich am Start. Anfangs April siegreich in Yverdon. Agi, dann neben Agi Duc de Noyer, der belgische Gast, ein 9-jähriger Wallach. Er gewann in Dielsdorf überzeugend, er kennt den Araber Schachter, war hier vor 4 Wochen ebenfalls Dritter. Und in Dielsdorf war er der Boden sehr, sehr schlecht. Also Duc de Noyer hat gezeigt, dass er auch mit schwierigen Verhältnissen zurechtkommt. Agi Duc de Noyer, dann Tonkepi, Tony Bois, Gisito. Ruhiger Fahrt. Zum zweiten Mal an den Tribünen vorbei und dann ist noch eine ganze Bahnrunde zu laufen. Unverändert das Duo Agi innen, Duc de Noyer außen, dann Tonkepi, Tony Bois, Gisito innen in Violett Agi, dann in Weiß-Blau Duc de Noyer, dann in Gelb-Schwarz Tony Bois, in Orange Tonkepi und ganz außen kommt in Schwarz-Rosa von der Kamera kaum erfasst Sire de Chalier auf. Agi wird gefahren von seinem Trainer Pascal Debiol, der mit 4 Saisonsiegen bisher das Championat der Profis anführt. Dann die 6 Duc de Noyer mit dem belgischen Profi Fernand Niquez im Salki. Dahinter dann sind es Tony Bois, gefahren von Jean-Bernard Matte und Tonkepi. Agi setzt sich jetzt leicht ab, aber Duc de Noyer gibt sich noch nicht geschlagen, kämpft sich auf der letzten Gegenseite wieder heran. Innen Agi, dann kommt Duc de Noyer wieder heran. Mit der 7 ist es Tonkepi, bisher 2 Saisonsiege in Yverdon. Etliche Platzierungen, eigentlich immer im Geld, ein sehr, sehr regelmäßiger Traber. Jetzt der letzte Bogen. Agi. Agi vor Duc de Noyer, Tonkepi, Tony Bois. Und Duc de Noyer hat wieder Anschluss gefunden. Leichter Vorteil noch für Agi. Pascal Debiol schaut sich um. Kann er noch einmal zusetzen? Der 7-jährige Agi. Einlauf jetzt, innen ist es Agi und Agi zieht weg. Agi vor Duc de Noyer, dann Tony Bois und Tonkepi. Agi zieht weg, scheint einem ganz sicheren Sieg entgegenzufahren, aber Duc de Noyer ist noch nicht geschlagen. Er kämpft und er kommt noch einmal auf. Innen Agi, daneben Duc de Noyer, dahinter Tonkepi und Sire de Chalier. Die haben mit dem Rennen nichts mehr zu tun. Agi, Duc de Noyer, aber Agi gewinnt. Agi vor Duc de Noyer, Tonkepi, Sire de Chalier und Top City. Noch einmal der Einlauf. Duc de Noyer kam am Schluss noch mächtig auf, aber konnte Agi, gefahren vom Trainer Pascal Debiol, nicht mehr gewerten. Agi, Duc de Noyer, dann Tonkepi, Sire de Chalier und Top City. Der 7-jährige Agi mit Pascal Debiol und mit der 6 der belgische Gast Duc de Noyer.